Hallo, willkommen heute zu der wohl einfachsten Art und Weise, ein Netzwerk, wie wir hier sehen, zu berechnen. Viel einfacher, als wir es mit Kirchhoff oder Helmholtz machen könnten. Es geht viel schneller und Fehler sind viel minimaler. Ja, das ist eben hier das Maschenstromverfahren. Und wie der Name es so schon sagt, berechnen wir hier eben die Ströme I1, I2, I3, I4, I5 und I6. Die habe ich jetzt einfach mal so eingezeichnet, ohne Vorkenntnisse, ob jetzt die Richtung stimmt oder nicht. Das sehen wir dann am Ende, wenn ein Minus oder ein Plus rauskommt, wissen wir, ob eben die Ströme in die richtige oder in die falsche Richtung fließen. Ein Netzwerk wie hier könnten wir beliebig ausbauen, wäre dann nicht wirklich so viel schwerer, wäre dann nur mehr Schreibarbeit. Ich habe es bereits erwähnt, Schreibarbeit ist bei diesen Verfahren ziemlich viel immer dabei. Rechentechnisch ist es nicht so aufwendig, darum sind eben Fehler minimaler, aber es ist halt relativ viel zum Schreiben. Ich rechne jetzt hier viele Schritte zum Verständnis, die muss man dann am Ende aber nicht machen, dann ist man eben auch wieder schneller, dann hat man mit 3, 4 Matrixformen das Ganze dann fertig. Aber zu dem kommen wir später. Jetzt fangen wir erstmal an. Also ich habe hier bereits, ich sage mal, Maschen eingezeichnet, darum auch Maschenstromverfahren. Denn als allererst müssen wir, so wie bei Kirchhoff, die Maschengleichungen aufstellen. Also, wie fangen wir jetzt an? Wir schauen uns zuerst mal die ganzen Widerstände an. Wenn wir uns hier in der ersten Masche befinden, dann haben wir hier unseren R1 und unseren R2, die sich hier in dieser Masche befinden. Dann kommen wir eben hier auf dieses Ergebnis, wenn wir unseren Maschenstrom I1 mal unserem R1 plus unserem R2 rechnen, dann haben wir die Widerstände hier schon mal durch. Das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip wie bereits erwähnt bei Kirchhoff. Jetzt ist aber eine Besonderheit. Wir haben hier einen R2, der von der Masche 2 auch vom Maschenstrom 2 auch durchflossen wird. Darum müssen wir ihn hier auch mit einbeziehen. Und zwar das machen wir hier, indem wir minus den Maschenstrom I2 mal unserem R2 rechnen. Jetzt dürfen wir natürlich unsere Spannungsquelle nicht vergessen. Die haben wir in dem Fall negativ, da die Masche in diese Richtung wir es eingezeichnet haben, sprich sie dreht so. Das Vorzeichen hier ist Minus, weil das in die andere Richtung geht. Sprich, wir haben hier ein Minus U1 und das Ganze ist dann 0. Bei der zweiten Masche sieht das Ganze ähnlich aus. Da haben wir auch wieder unseren R2, R3, R4 und R5, der eben mit Maschenstrom I1 hier in direkter Verbindung steht. Dann müssen wir eben beachten, dass wir wieder diesen R2 hier haben, der mit der Masche 1 in direkter Verbindung steht. Darum machen wir in diesem Fall jetzt wieder minus den Maschenstrom I1 mal unserem R2. Dann sehen wir, okay, hier herüben haben wir einen R4 und dieser R4 kooperiert auch mit der Masche 3. Darum setzen wir den auch wieder mit minus dem Maschenstrom I3 mal unserem R4 zusammen. Und zum Schluss sehen wir noch, okay, hier haben wir noch eine Spannungsquelle. Dieses Mal dreht die Masche genau in diese Richtung, wo auch der Spannungsabfall hier eingezeichnet ist. Darum setzen wir wieder ein Plus vorne hin, Plus U2 und das Ganze ergibt nach den allbekannten Regeln wieder 0. Bei der dritten Masche sieht das Ganze dann wieder gleich aus. Wir haben wieder R3, R4 und R6, die direkt kooperieren. Danach sehen wir, okay, der R4 kooperiert wieder mit unserem I2. Somit setzen wir wieder ein Minus I2 mal unserem R4 dran. Und zum Schluss sehen wir, okay, die U2 ist jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Darum haben wir noch ein Minus U2 und das ergibt dann wieder 0. Damit haben wir eigentlich den größten Teil jetzt schon hinter uns. Jetzt geht's ans Gleichungssystem lösen. Wir nehmen jetzt hier die Matrixform, die gaußsche Matrixform her. Wer noch nicht ganz weiß, was die gaußsche Matrixform ist, wie man mit der extrem leicht und ziemlich fehlerfrei, sage ich mal, Gleichungssysteme lösen kann, der kann jetzt mal oben rechts klicken. Ich werde das jetzt ein bisschen überspringen,
da es sonst den Rahmen des Videos sprengen würde. Also ich habe das Ganze jetzt nur nochmal schön umgeschrieben. Das wir nicht mehr haben, ist gleich 0, sondern eben U1 ist gleich minus U2 ist gleich und U2 ist gleich. Und mit dem gehen wir jetzt in die Matrix. Hier habe ich jetzt bereits die vereinfachte Matrix-Schreibweise angewendet. Wir sehen eben, hier ist die Spalte immer mit einem Massenstrom 1, hier mit dem Massenstrom 2 und hier wäre für den Massenstrom 3. Und hier hinten dann das Endergebnis. Falls es zu schnell geht, stoppt einfach das Video, schaut euch das kurz an oder eben das Video, das ich euch oben verlinkt habe. Nachdem wir oben noch keine Werte für die Widerstände genannt haben, habe ich jetzt hier mal welche hingeschrieben, sprich R1 wäre 1K, R2 wäre 2K, R3 3K bis R6 mit dem 6K Widerstand. Unsere Spannungsquellen einmal mit 10 und einmal mit 20 Volt. Jetzt geht es eben darum, diese einzusetzen, sprich R1 plus R2 würden wir hier gleich mal 3K hinschreiben, minus R2 werden zu minus 2K. Hier auch die Summe der Widerstände, hier auch die Summe der Widerstände. Jetzt gleich ein kleiner Tipp, und zwar, hier sehen wir, hier haben wir eine Diagonale und die ist jeweils mit Plus, alles andere ist entweder Minus oder 0. Wenn das ist, dann wissen wir, okay, und wir haben die Gleichungen, die Matrix richtig aufgestellt, denn nur eine Hauptdiagonale darf eben positiv sein, alles andere muss eben negativ oder 0 sein. Jetzt, wie gesagt, rechnen wir das Ganze zusammen und dann kann man entweder mit einem anderen, es muss ja nicht unbedingt mit der Matrix das Gleichungssystem aufgelöst werden. Wenn man Technologie hat, kann man natürlich auch die Gleichungen technologisch lösen oder mit dem Schnittverfahren oder was auch immer. Also wie gesagt, man muss das jetzt nicht so lösen und auch die Matrix kann anders da ausfallen. Kommt immer darauf an, mit was ihr was multipliziert, aber die Lösungen sollten ziemlich gleich sein. Für den Massenstrom I1 bekommen wir eben 3,01 mA raus, für den Massenstrom I2 minus 0,48 mA und für I3 dann 1,81 mA. Jetzt haben wir die Massenströme, wir möchten aber die einzelnen Ströme im Netzwerk errechnen. Um jetzt die wirklichen Ströme auszurechnen, nicht nur die Maschenströme, schauen wir jetzt eben in die Skizze. Und in der Skizze haben wir ja bereits die einzelnen Ströme eingezeichnet und so können wir das Ganze jetzt berechnen. Sprich, unser I1 entspricht in dem Fall unserer Masche I1, denn es dreht in dieselbe Richtung. Bei der Masche, beim Strom I2 sehen wir, okay, dreht in dieselbe Richtung wie die Masche 1 und entgegen von der Richtung von der Masche I2, somit I1 minus I2. Für den dritten haben wir dann wieder nur positives I2, denn es dreht in dieselbe Richtung. Für I4 haben wir wieder, hier ist I4, negatives Vorzeichen von I2 und positives Vorzeichen von I3, denn es dreht hier in dieselbe Richtung. Für I5 haben wir positives Vorzeichen von I2 und zuletzt für I6 haben wir hier das negative Vorzeichen von I3. Das zählen wir zusammen bzw. ziehen wir ab und dann kommen wir eben auf diese Ströme, die ich da drüben jetzt eben aufgeschrieben habe. Man könnte jetzt zur Probe mit anderen Verfahren das Ganze durchrechnen, aber ich sage mal, wenn man jetzt in der Matrix nichts vertauscht hat und den Ansatz richtig aufgestellt hat, dann kann nämlich einem eigentlich nicht mehr viel passieren. Wie gesagt, es ist ein relativ einfaches Prinzip, das keine große Fehlerquelle beinhaltet. Wichtig ist halt, dass man das Gleichungssystem löst, wie man auch immer das machen will. Ob man das jetzt mit Matrix oder mit irgendeiner anderen Form macht, ist egal. Und ja, das war es soweit von dem Massenstromverfahren. Ich hoffe, ich konnte euch einiges neu beibringen und wünsche euch noch alles Gute, haut rein und ciao.